Also, legen wir los mit einem meiner ersten Einträge in mein Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute rette ich die Welt. Und um wirklich etwas verändern zu können, brauche ich einen systemrelevanten Beruf. Einen Beruf, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Egal, welchen Einhornpups ich von mir gebe, ich behalte immer meinen Job und werde dafür vom Staat bezahlt. Sängerin ist es nicht. Nein, ich hab's. Ich werde Verkehrsministerin. Und jetzt ist ja, also jetzt muss man sich die Sache mal angucken. Es ist ja im Straßenverkehr, was da alles los ist, ne? Da sind Laster unterwegs, Autos, da sind Fahrräder unterwegs, Motorräder, Mofas, Lastenräder. Das ist ja auch eine Hammererfindung, ne? Erinnert mich immer an so Pelikane, die da vorne in den riesen Schnabel die Kinder reinschaufeln. Erinnert mich auch ein bisschen an einen Hamster, ne? Kann viel transportieren, sieht aber scheiße aus. Ja, auf jeden Fall, die sind ja überall unterwegs, ne? Und zwischen all diesem Gedöns, jetzt auch noch diese Elektro-Tretrollerfahrer und alle ohne Helm, da gibt's was zu retten, meine Damen und Herren. Schließlich bin ich Verkehrsministerin. Ja, ich erfinde den SUV-Roller. Ja! Ja, oder? Als Verkehrsministerin darf ich das. Meine Damen und Herren, das Witzige ist ja, wenn man SUV-Fahrer fragt, warum sie SUV fahren, dann sagen die ja nie, weil ich schon immer mal durch so ein ausgetrocknetes Flussbett zackern wollte, sondern sagen die ja immer, ich fahre SUV, weil man so toll hoch sitzt. Deswegen rollen Sie auf meinem SUV-Roller in 2,53 Meter Lichterhöhe über alles hinweg. Da haben Sie immer den Überblick. Ein normaler SUV wiegt zwischen 2,5 und 3 Kilo. Mein SUV-Roller wiegt gute 24,5 Tonnen. Damit haben Sie das Gewicht von so einem gut beladenen DHL-Sattelschlepper mit Anhänger und gewinnen jedes Scharmützel in der Einbahnstraße. Und mein absoluter Verkaufsrenner wird die Sonderausstattung für Damen. Jawohl, mit einem Louis Vuitton-Körbchen am Lenkrad. Wahlweise befüllt mit einem Mops. Ein Mops. Ach, meine Damen und Herren. Ein Mops, ne? Das ist ja jetzt der Modehund. Ne? Ein Mops. Wieso? Ein Mops. Möpse können nix. Außer röcheln. Ja? Warum? Also es ist ja verrückt, ne? Es gibt ja tatsächlich so eine Hitliste von Hunden, wenn man so über die letzten Jahrzehnte guckt. Und Wissenschaftler haben ja auch tatsächlich herausgefunden, dass der Hund oft der vierbeinige Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. Gut, okay, wenn man es jetzt mal guckt, sich anguckt, 1980 zum Beispiel war ganz oben auf der Hitliste der Bobtail, ne? So ein sportlicher Freigeist ohne Frisur. In den 90ern war es der Dalmatiner, ne? Immer noch sportlich, aber sehr elegant. In den 2000er, was hat man sich da gekauft? Ein Golden Retriever, so ein dösbaddeligen Familienmensch. In den 2010ern war es dann ein Jack Russell Terrier, ne? So eine Flitzpiepe mit Hang zum ADHS. Und jetzt ist es der Mops. Ich meine, wie gesagt, vielleicht ist es auch als Spiegel tatsächlich der Gesellschaft zu sehen. Und meine Erklärung ist für den Mops, dass da jetzt einfach andere Mechanismen greifen. Man kauft sich einen Mops, weil man daneben immer besser aussieht. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum seit 130 Jahren Donald Trump der erste Präsident ist, der keinen Hund hat. Kein Hund sieht so scheiße aus, dass Donald Trump gut daneben aussieht.